Liebe Studierende, herzlich willkommen zum Interview der Lerneinheit Massentaugliche Erfolgsstories, der Boom der Öko-Thriller. In dieser dritten Episode, dem Interview, wollen wir die beiden Vortragsepisoden aufgreifen. Vielleicht haben Sie den einen oder den anderen Roman, vielleicht auch sogar beide, schon gelesen. Die Frau Hollerweger hatte sie beide vorgestellt und wir wollen sowohl über die Werke als auch über die Öko-Thriller an sich uns unterhalten, einige Fragen aufgreifen und auch vielleicht das ein oder andere Neue noch herausarbeiten. Sagen Sie, Frau Hollerweger, die Besonderheiten der Gattung Thriller, worin liegen die? Wir sprechen von Umweltromanen jetzt im Hinblick auf beispielsweise unser schönes, euer schönes Leben kotzt mich an, da war von einem Roman die Rede. Was ist jetzt das Besondere an den Öko-Thrillern? Also ich glaube jetzt gerade bei dieser Formulierung, wo es darum ging, um die Plakatierung des Buches, wo Böttcher sagt, ich möchte da Roman draufstehen haben und der Verlag sagt, nein, wir schreiben da Thriller drauf. Ich glaube, da geht es vorwiegend darum, dass man mit Thriller an Medienerlebnisse auch anknüpfen kann. Ein Roman ist ganz klar der Literatur zuzuordnen. Thriller ist ein transmediales Phänomen und hat dann auch eben mit diesem, auch vom Begriff her allein schon, dieser Thrill, da liegt sozusagen die Spannung schon allein im Begriff drin. Natürlich ist ein Thriller auch ein Umweltroman, aber es klingt halt einfach nicht so gut. Ja? Ich glaube, das ist auch viel, hat auch viel mit Marketing zu tun. Natürlich gibt es spezielle Elemente, die einen Thriller auszeichnen. Das habe ich ja auch aufgezeigt, gerade in Bezug auf den Öko-Thriller, was es da für spezielle Besonderheiten gibt. Diese Spannungskurve mit Tendenz zur Eskalation und so weiter. Aber es bleibt natürlich trotzdem eine Untergattung des Romans. Die Vermarktung spielt ja durchaus eine große Rolle, nicht nur bei den Electronic Games, sondern auch bei den Öko-Thrillern. Sie haben gezeigt, wie Frank Schätzing sehr professionell ineinandergreifende Marketing-Elemente für seinen Öko-Thriller Der Schwarm entwickelt hat. Würden Sie sagen, dass das mit ein Erfolgsrezept ist, so Romane, Öko-Thriller so professionell an die Leute zu bringen? Auf jeden Fall. Also das würde ich auch gar nicht mal nur auf die Öko-Thriller beschränken, sondern auf den gesamten Literaturbetrieb ausweiten. Das ist immer eine Frage von Marketing, was Erfolg hat und was nicht. Also Marketing und Zufall würde man vielleicht doch sagen können, aber wenn man sich so den Markt anschaut, ist da ganz viel Strategie dahinter, die dann einfach so greift und die dann so ein Topseller schon als Topseller ausweist, obwohl er noch kein einziges Mal verkauft worden ist. Das ist ja schon auch eine interessante Herangehensweise und die dann dem Leser ja suggeriert, ah ja, das haben schon ganz viele vor mir gekauft, das muss ja irgendwie gut sein. Und von daher denke ich schon, das ist ein schlaues Vorgehen und es ist, glaube ich, auch notwendig, so vorzugehen, um sich auf diesem Riesenmarkt auch behaupten zu können. Ja. Gerade wenn man so viel recherchiert hat und so einen dicken Wälzer geschrieben hat, dann will man ja auch nicht jetzt beim Marketing was falsch machen. Das ist doch schon erstaunlich, dass dieses Buch mit den weit über 1000 Seiten so viel gelesen wurde, weil über 1000 Seiten Romane ja nicht den gängigen Lesegewohnheiten unserer Zeit entspricht, oder? Das stimmt. Also wir leben ja in einer sehr schnellen Welt und wenn man so den Internet-Gehirnforschern sozusagen glaubt, die sagen auch, die Gehirnstrukturen verändern sich durch das Internet. Man kann sich eigentlich gar nicht mehr besonders lange auf eine Sache konzentrieren. Da würde die zahlreiche Lektüre des Schwarms vielleicht ein Gegenargument bieten. Ich glaube, ja, dass es vielleicht dann tatsächlich bei dem Buch funktioniert hat, weil auch es so ein Kultbuch dann wurde, dass ganz viele sich von dem Hype haben anstecken lassen und er wurde ja auch entsprechend dann unterstützt durch eben mediale Angebote und so weiter. Mediale Angebote, gutes Schlagwort. Der Autor Frank Schätzing selber ist ja ganz stark sichtbar geworden, was auch nicht unbedingt gängig ist. Genau, es ist nicht unbedingt gängig, aber es ist schon typisch Pop. Also wenn man sich die Strategien der neuen Pop-Literaten der 90er anschaut, ist es ähnlich. Ja, da waren zum Beispiel Benjamin von Stuckrad-Bauer und Christian Kracht haben für Pick und Kloppenburg gemodelt sozusagen und haben das auch ganz klar so begründet. Wenn unsere Verlage schon hier keine Wände mit uns bedrucken oder irgendwie nicht gut Werbung für uns machen, dann machen wir das selber. Wir stellen uns hier in die Fußgängerzone als Models und vermarkten uns in Talkshows und sowas. Also es ist im Prinzip typisch diese Pop-90er-Vermarktungsstrategie, die man damals schon feststellen konnte. Das ist auch diese Unterwäsche-Werbung würde da ganz klar dafür sprechen. Jetzt haben Sie ja zwei der Öko-Thriller rausgegriffen, sind etliche andere gefolgt. Das ist wirklich so ein Boom gewesen.
der Fokus liegt auf, lag und liegt auf dem deutschen Markt. Wie verhält sich das jetzt im internationalen Vergleich? Zeichnen die Thriller von Schätzing und von Böttcher, haben die irgendwelche besonderen Kennzeichen? Also ich glaube, dass die Intensität, mit der sie auf dem Markt vertreten sind, besonders ist. Also dass man, das ist im Prinzip, was in dieser Frankfurter Rundschau-Rezension auch aufgetaucht ist, dass einfach besonders viel in Deutschland zu dem Öko-Thema geschrieben wird. Was ja irgendwie auch schon passt. Ich meine, klar, es gibt schon auch Öko-Thriller in anderen Sprachen, in anderen Ländern. Aber diese Vielfalt, die, würde ich sagen, zeichnet den deutschen Markt am ehesten aus. Also ja. Sind wir doch die Öko-Streber. Ja, ich vermute fast, dass es ja auch, dass es so ist. Ich vermute aber auch, dass es da auch wieder so ein Lawineneffekt ist, wenn man sagt, ah, das geht in Deutschland gerade. Verkauft sich. Genau. Und ich meine, es ging ja auch dann in anderen Ländern offensichtlich. Diese Werke gehen ja dann auch in anderen Sprachen. Ja. So, und dann denke ich, das ist auch so ein, ja, wo man am Ende nicht mehr so richtig sagen kann, was ist Ursache und was ist Wirkung. Ja. Halten wir mal an den Ökostrebern fest. Das bringt mich ja dann zu der Frage, was lernen wir daraus? Was ziehen wir daraus? Welche Gestaltungskompetenzen kann jeder Einzelne aus diesen beiden Büchern ziehen? Ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage. Also ich finde das insgesamt spannend, inwiefern trägt dieses Genre Öko-Thriller zur Gestaltungskompetenz bei, weil das ja offensichtlich auch wieder eine Möglichkeit zu sein scheint, eine breite Masse zu erreichen, die man eben vielleicht vorher nicht erreicht hat. Ja, also dieses Thriller-Element scheint eine breite Masse anzusprechen und die kriegen dann genauso, wie wir es jetzt auch schon bei den Games zum Teil gesehen haben, eben so durch die Hintertür auch Öko-Bewusstsein vermittelt. Ja. Wobei es wird ja auch ganz direkt Wissen vermittelt, also bei Frank Schätzings Der Schwarm, das habe ich auch direkt gelesen. Und die Frage ist halt, welche Handlungsoptionen ziehe ich als Leser aus dem Buch? Also was setze ich denn real in meiner Welt um, wenn ich jetzt mich mit Methanvorkommen stärker auseinandergesetzt habe? Ja, ich denke, dass da vielleicht dann man ja relativieren muss, weil dadurch, dass so viel Wissen vermittelt wird, in einer bestimmten Situation zu einem bestimmten, gerade aktuellen Forschungsthema innerhalb dieser Fiktion, die ja eine fantastische Fiktion ist, kann man vielleicht nicht so genau rausfinden, was soll ich denn da für mich mitnehmen. Also ich meine, es wird ja jetzt keiner von den Lesern jetzt in die Methanforschung gehen, weil er dieses Buch gelesen hat oder so irgendwie, oder da sich intensiver, vielleicht beschäftigt man sich intensiver mit einzelnen Wissenschaftsfeldern, das glaube ich schon, dass das dazu anregen kann. Aber wenn wir jetzt gerade gucken auf die Gestaltungskompetenz, wo ja darum geht, wie kann ich nachhaltige Entwicklung fördern, umsetzen und so weiter, da verschwinden, glaube ich, ein bisschen auch die Elemente. Es gibt diese Diskurse zahlreich, aber innerhalb dieser seitenstarken Geschichte gehen die vielleicht dann so in der Relation so ein bisschen auch unter. Man hat schon immer gerade am Anfang, als die Wissenschaftler so überlegen, woher könnte das denn alles kommen und immer wieder die Idee aufkommt, das ist eine Rache der Natur, dann wird schon immer wieder gesagt, für was rächt sich denn die Natur überhaupt? Und da wird schon die menschliche Ausbeutung der Natur angesprochen. Aber ohne so eine konkrete Handlungsanweisung, weil ja alle eigentlich innerhalb des Buches darauf aus sind, die Katastrophe zu verhindern. Bei der Prophezeiung ist es ein bisschen anders, weil wir da mal, wir haben die sehr stark kritisiert, also zum Beispiel das Verhalten von Philipp, die dann sagt, du, mit deinem dicken Auto, da kannst du mir überhaupt nicht kommen und überhaupt bin ich jetzt auch Vegetarier und ich will dir auch nicht beim Rinderessen zugucken, beziehungsweise ich gucke halt einfach mal jetzt weg und wenn du mich dann blöd von der Seite anmachst, dann sage ich dir schon mal, wie es aussieht. Also die da schon so als ökologisches Gewissen auftritt innerhalb dieses Buches und dann schon auch auf konkrete Lebensbereiche sich bezieht. Ja. Das hat man bei Schätzing immer so vereinzelt, also auch wo der Leser sich dann vielleicht direkt angesprochen fühlt. Wir haben mal eine Szene, wo Annabak mit Crow spricht und dann sagt er zu ihr, wie würden sie sich denn fühlen, wenn man ihren Lebensraum immer weiter einschränkt? Das ist also eigentlich eine Frage, die der Leser direkt aufnehmen kann. Aber es ist halt die Frage, ob es sozusagen dann bis zum Ende ihn trägt, weil er da viel anderes einfach auch im Fokus steht. Also das ist schon an einigen Stellen dann einfach sehr wissenschaftslastig, ne? Also die Inhalte, die vermittelt werden, ist, lässt sich schwer in alltagsrelevantes Handeln so umsetzen. Also da gibt es wenig Impulse, ne? Genau, also wenn man jetzt nicht eben gerade zu Führermann forschen möchte. Ja. Aber die Wissenschaft spielt ja in den Öko-Thrillern eine wichtige Rolle und demgegenüber fast schon so ein bisschen
steht auch immer wieder die Spiritualität, die ja sowohl in der Schwarm als auch die Prophezeiung eine Rolle spielt. Es sind ja so ein bisschen aber Gegenspieler, die Wissenschaft und also die Vertreter der Wissenschaft, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und die beispielsweise die Gaia-Gruppe dort und auch bei der Schwarm haben wir ja den Anavak heißt er mit seinem Indianer-Background, sag ich mal. Diese Strategien greifen ja nicht wirklich ineinander, sondern es werden ja im Prinzip so zwei Ansätze aufgezeigt. Ja, wobei man ja schon vielleicht auch sagen kann, dass es zu einer Versöhnung insofern kommt, als Anavak ja am Anfang eben der nur Wissenschaftler ist und der verdrängt ja ganz stark seinen Hintergrund. Mhm. Und es kommt im Laufe der Handlung aber dann so ein bisschen zu so einer Versöhnung mit diesem Indianerwissen. Man sucht plötzlich die Indianer auch auf und fragt sie, was habt ihr denn für Erklärungsmodelle? Er fährt dann anlässlich des Todes seines Vaters auch in seine Heimat und spricht da auch mit einigen Leuten. Also von daher kann man sagen, bei ihm findet, also im Schwarm findet so eine Versöhnung da statt in dieser Figur des Anavak. Und bei der Prophezeiung, da ist dieser Konflikt am stärksten ausgestaltet, zwischen den Geschwistern Thilo Beck und seiner Schwester Paulina eben. Sie schließt sich da der Gaia-Gruppe an und er ist der rationale Wissenschaftler. Und das hat man ja auch an den ausgewählten Zitaten ganz deutlich gesehen, dass es da zwischen den beiden schon ganz schön knallt. Aber letztlich ist es so, dass dann auch Beck diese Macht, die die Gaias zunehmend bekommen, also diese Informationen in die Welt verteilen zu können und alle hören plötzlich auf die, dass er diese dann auch zu nutzen lernt und dann auch mitbeteiligt ist daran, diese Lüge, die letztlich hinter dieser Prophezeiung steht, auch multimedial in die Welt zu verteilen. Also da ist er dann auch Teil der Gruppe plötzlich und versöhnt sich sozusagen auch mit seiner Schwester. Also es sind am Anfang Gegensätze, die Wissenschaft und die Spiritualität, aber die wachsen dann so ein bisschen zusammen. Da haben wir ja das kollektive Element auch wieder, was da zum Tragen kommt, ne, durch die Gruppe. Und was ich gerade noch so gedacht habe, sehen Sie in der Spiritualität einen Lösungsansatz für die Umweltrettung? Das kommt wahrscheinlich auch wieder sehr stark auf die Inszenierung an. Also ich finde, bei dem Indianerwissen, das ist schon, also ich meine, da wird auch immer wieder angedeutet, ich werde dir jetzt keine Indianer-Klischees bedienen, ich werde dir jetzt keine Indianer-Sprichwörter runterrattern. Da sieht man schon auch immer so diese Abgrenzung von dem, was sozusagen populärtaugliches Indianerbild ist und dem, was so dahinter steckt. Und bei den Gaias, da ist es auch fraglich, aber die werden zum Teil schon auch so freakig inszeniert. Ja. Sie werden auch ganz oft kritisiert von verschiedenen Figuren, eben auch als Ökoterroristen zum Beispiel, auf ihrem Ökoterroristenhof. Und die dann auch von der Strategie her gar nicht so schlau vorgehen, indem sie die ganze Welt mit irgendwelchen Filmen warnen wollen und damit ja auch so eine Massenpanik heraufbeschwören. Also das wird schon auch kritisch gesehen und von daher kann man da, glaube ich, nicht so genau sagen, wird das jetzt als Alternative präsentiert? Eher nicht, sondern es wird, glaube ich, eher die notwendige Mischung, glaube ich, angestrebt. Ja. Wir werden ja das Thema Spiritualität, Leben in einer Ökokommune, sag ich mal, auch noch später, wenn wir uns die Ökodiktatur von Fleck anschauen, aufgreifen. Aber hier fand ich es wirklich auffällig, dass wir die wissenschaftlich begründeten Erkenntnisse haben und einen Umgang mit der Thematik über die Spiritualität. Genau, die ja auch so ein bisschen als Ersatzreligion inszeniert wird wiederum. Ja, Umweltschutz als Religion ist ja auch gefallen. Da scheint ganz offensichtlich dann auch ein Bedarf zu sein bei den handelnden Personen. Man sucht nach Antworten und dann... Genau, das ist eigentlich auch sehr spannend, weil ja dieses religiöse Moment bei der Schwarm auch sehr dominant wird, ja. Und bei der Prophezeiung das überhaupt nicht so ist, da wird das eigentlich geleugnet durchweg. Also da sagt man auch irgendwie, der Menschengott ist die komischste Erfindung irgendwie so, an einer Stelle heißt es so. Also da wird der Gott eigentlich kritisiert und Mutter Gaia so als Ersatzgott dann inszeniert. Also von daher kann man da schon auch noch einen Unterschied sehen im Umgang mit Religion, im Umgang mit Naturreligion und so, das ist ja ganz interessant. Mutter Gaia greife ich jetzt mal als Schlagwort auf, um auch bei den beiden großen Öko-Thrillern die Gender-Komponente aufzugreifen. Bei der Prophezeiung haben wir eine Heldin, die Mavi.
die da ganz klar im Zentrum des Geschehens steht. Bei der Schwarm haben wir das nicht. Da haben wir mehrere Protagonisten, die dann zum Ende hin auch zahlreich sterben. Mhm. sehr unterschiedlich sterben. Das habe ich aber auch noch in Erinnerung. Ja. Und trotzdem würde ich sagen, ist das nicht wirklich ausgewogen. Man kann irgendwie nicht sagen, Öko-Thriller zeichnen sich durch starke Frauen aus. Nee, das nicht. Also das wird im Prinzip auch sehr stark deutlich an dieser einen Szene, wo mal wieder ein interviewt wird und sozusagen als die Frau, die jetzt hier die Frauen der Welt präsentiert in dieser Weltrettungsgesellschaft, da so herausgestellt wird. Also das kann man da schon ganz gut sehen, dass es Gender schon ein Thema ist. Ja. Aber auch dieses zwischen junge Mädchen, das ist ja auch in dem Gespräch thematisiert. Aber das ist jetzt, würde ich jetzt nicht sagen, dass das ein besonderes Kennzeichen ist. Eher im Gegenteil, bei der Schwarm haben wir ja doch sehr klischeehafte Figuren, ja. Was ja auch in der Logik ja, von Beverly Bunning ganz gut herausgearbeitet wurde, wo man so sehen kann, ja, das hat auch seinen Sinn, dass die so klischeesiert sind, damit der Leser dann nicht irgendwelche ja, Bedeutungsverschiebungen, irgendwelche Irritationen im Lesprozess erfährt, die ihn dann vom Thema ablenken. Das fand ich unglaublich spannend, das hatten Sie herausgearbeitet bei der Schwarm, dass der Autor ganz viel auf Altbewährtes setzt, damit der Leser, die Leserin sich gut aufgehoben fühlt, was hat zum Andocken, was Bekanntes hat, damit dann wirklich der Fokus auch auf die Inhalte, auf die Geschichte gelenkt werden kann. Glauben Sie, dass das wirklich so konstruiert ist? Das ist eine Frage, aber es ist in der Analyse auf jeden Fall absolut plausibel, das so zu sehen, weil die Charaktere ja wirklich einem sehr, sehr bekannt und vertraut im ersten Moment schon erscheinen und man auch die genau zuordnen kann. Das ist im Prinzip auch wieder ein Unterschied zur Prophezeiung, wo dieser Eisele eigentlich immer als der tolle Gott sozusagen inszeniert wird und am Ende mal wie feststellen muss, oh meine Güte, der war ja eigentlich der Drahtzieher und ich habe ihn auch noch informiert und sowas. Ja. Ja, also das ist da schon nochmal eine andere Konstruktion auch. Sie hatten jetzt auch besonders auf die Prophezeiung bezogen, den inflationären Gebrauch des Weltrettermotives hervorgehoben. Da wird auf gefühlt jeder zweiten Seite die Welt gerettet, beziehungsweise das Motiv nochmal, also in den unterschiedlichsten Kontexten hervorgehoben. Glauben Sie, dass das zu viel des Guten ist? Also es geht ja um eine spannende Geschichte, um die Weltrettung, was eine spannende Geschichte ist. Aber muss man das immer wieder sagen? Also man hat ja bei der Schwarm auch schon gesehen, dass es da explizit diese Verweise gab, aber so in Relation gesehen ist es ja beim Schwarm noch gut verteilt sozusagen. Ich bin da unsicher. Also ich weiß auch nicht, ob es einem jetzt so auffallen würde, wenn man nicht speziell nach diesem Terminus suchen würde, so wie ich das eben jetzt gemacht habe. Ob man dann so extrem darauf achtet. Aber mir ist es schon aufgefallen, dass dieses Weltrettungsmotiv immer wieder bedient wird. Und dann natürlich schon die Frage ist, es knüpft ja im Prinzip an die allererste Lerneinheit an, wo ich auch gezeigt habe, dass es auch im Sachbuch und sogar auf der Schokolade und überall plötzlich alle die Welt retten. Das also sehr inflationär jetzt zugenommen hat und dann muss man ja irgendwann sagen, dann ist auch irgendwann gut und dann kann es keiner mehr hören und sehen. Das ist ja, das ja geht ja in so Richtung Trend, ne? Ja. Also es ist dann zu viel und irgendwann brauchen wir keine Öko-Thriller mehr über die Weltrettung, sondern können uns ja auch mit sozialen Ungerechtigkeiten befassen, dann haben wir auch einen Nachhaltigkeitskontext. Genau, und es ist ja auch so ein bisschen so eine Frage des Verwischen oder Verharmlosen des Begriffs. Also je öfter man den verwendet, desto wertloser wird er ja letztlich. Mhm. Und was dann alles als Weltrettung dann schon zählt, das ist ja dann auch so ein bisschen fraglich. Ja? Das stimmt. Das ist mir eine super Überleitung zu meiner nächsten Frage. Denken Sie, dass so ein Öko-Thriller der richtige Ort ist, um die Welt zu retten, um das Klima zu schützen, um das Artensterben zu verhindern? Also wir haben ja genau diese Frage am Ende des Electronic Games and New Beginning, als der Orgi da im Interview auch gefragt wird und der Journalist fragt ihn, ist ein Science-Fiction der richtige Ort dafür? Und er sagt ja dann, ja warum nicht? Und Popkultur kann politisch sein. Ich denke, ja, da kann man im Prinzip daran anknüpfen. Das ist ja auch wieder so eine Frage. Man hat damit ja die Möglichkeit, als Sprachrohr zu fungieren und Öko-Themen an Thriller-Liebhaber zu bringen, die damit einfach nichts am Hut hatten. Ja. Und da
sehe ich schon ein Potenzial auf jeden Fall. Aber man muss halt auch gucken, wie lange trägt das. Wenn man sich so andere Hypes anschaut, wie den Vampir-Hype, die sind jetzt am Restetisch gelandet, die ganzen Vampirbücher. Und eigentlich kann man es so richtig auch nicht mehr sehen, weil man einfach die Nase voll hat nach diesem ganzen langen Vampirgedöns. Ja. So, und jetzt ist halt die Frage, passiert das den Öko-Thrillern auch? Und dann muss man natürlich sagen, das wäre dramatisch, wenn Öko dann irgendwann auch so zum Restetisch-Thema werden würde, weil man es einfach nicht mehr hören kann. Im Hinblick darauf, dass die Nachhaltigkeit ja ne, ihre drei Dimensionen Ökologie, Ökonomie und Soziales und die ganzen Zielkonflikte inne hat, denke ich, ist da genug Stoff, um weitere spannende Thriller, wenn vielleicht auch nicht mit dem Öko-Fokus, sondern mit einem anderen Schwerpunkt zu schreiben. Ich hoffe mal, dass der Restetisch da nicht Thema wird. Frau Hollerweger, ich darf mich bei Ihnen bedanken. Sie haben bestimmt schon von dem einen oder anderen Roman gehört, vielleicht jetzt auch noch mehr Lust bekommen, den zu lesen. Es lohnt sich auf alle Fälle und wir sehen uns in dem nächsten Interview. Dankeschön.